Die Bachelorarbeit zu strukturieren ist ein bisschen so, als würden Sie eine Geschichte erzählen, bei der Sie mal mehr, mal weniger frei sind in der Reihenfolge der Erzählung. Wissenschaftliche Texte bestehen aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. Das ist aber nur die absolut gröbste Gliederung. Bei jedem dieser drei Teile, also Einleitung, Hauptteil, Schluss, müssen Sie weitere Entscheidungen auf der strukturellen Ebene treffen und sich überlegen, wie Sie Ihre Geschichte erzählen wollen, das heißt, wie Sie Ihre Argumentation aufbauen wollen. Schauen wir uns das einmal an irgendeiner fiktiven Einleitung an. Diese Einleitung, die wir jetzt hier schreiben wollen oder um die es geht, soll folgende Teile beinhalten. Eine Einführung ins Thema, den Forschungsstand, eine Forschungsfrage, den Aufbau der Arbeit, das Ziel der Arbeit und auch noch das methodische Vorgehen. Ich kann das Ganze jetzt beispielsweise so gliedern. Zuerst führe ich ins Thema ein, ich berichte, was das Thema ist. Ich erzähle dann den Stand der Forschung, also alles, was bis jetzt zu diesem Thema geforscht wurde, und führe daraus hin zu meiner Forschungsfrage hin, zu dem, was mich an dem Thema am meisten interessiert und was ich erforschen möchte. Ich nenne dann das Ziel der Arbeit und beschreibe dann die methodische Herangehensweise, also wie ich zu diesem Ziel kommen möchte. Zum Schluss verwende ich noch den Aufbau der Arbeit als eine Überleitung zum Hauptteil. Ich kann das Ganze aber auch etwas anders strukturieren. Ich beginne mit dem Thema meiner Arbeit und zeige dann gleich auf, was mich an diesem Thema so besonders interessiert, nämlich die Forschungsfrage. Ich erkläre dann, welches mein methodisches Herangehen ist, also wie ich zu einer Beantwortung dieser Frage kommen möchte und auch gleich, was ich mit dieser Arbeit verfolge, nämlich das Ziel meiner Arbeit. Ich beschreibe dann kurz den Aufbau der Arbeit und benutze dann den Forschungsstand beispielsweise als Übergang zum Hauptteil oder vielleicht sogar schon als Teil des Hauptteils. Ähnliche Varianten gibt es auch für den Schlussteil und noch viel mehr für den Hauptteil. Was genau die richtige Reihenfolge ist, also was die richtige Reihenfolge Ihrer Erzählweise ist, dafür gibt es meist keine Patentlösung. Vielleicht hat Ihr Institut einige Richtlinien dafür oder auch Ihre Lehrperson hat Ihnen Vorgaben gegeben. Eine gute Übung ist, sich die verschiedenen Teile Ihrer Arbeit auf Kärtchen zu schreiben und dann einfach herumzuprobieren, herumzuschieben und zu schauen, welche Reihenfolge in Ihren Augen am meisten Sinn ergibt. Denken Sie daran, egal ob es sich um eine erste Version jetzt zum Beispiel der Struktur, der Gliederung, der Argumentation oder um die erste Version eines Textteils handelt. Erste Entwürfe, erste Versionen dürfen schlecht sein. Das sind sie meistens auch. Um es mit den Worten von Anne Lammer zu sagen, all good writers write shitty first drafts. This is how they end up with good second drafts and terrific third drafts. Also, sie brauchen diesen schlechten ersten Entwurf. Erst dann können Sie einen wirklich guten zweiten, dritten, vierten und so weiter Entwurf verfassen, also schließlich dann die Arbeit, die Sie auch abgeben wollen. Um einen dieser schlechten ersten Entwürfe schreiben zu können, müssen Sie allerdings die Stimme des inneren Zensors ignorieren. Der innere Zensor äußert sich bei allen anders. Das ist diese Stimme in Ihrem Kopf, die sagt, dass das, was Sie da gerade geschrieben haben, aber noch nicht gut genug ist, es ist noch nicht perfekt ausformuliert und das hört sich ja alles überhaupt nicht wissenschaftlich an. Das ist das, was zwischen Ihnen und Ihrem shitty first draft steht. Versuchen Sie, diese Stimme zu ignorieren, gerade wenn es um diese Phase des Rohtextens geht. In dieser Phase ist wirklich alles erlaubt. Wie können Sie es schaffen, die Stimme des inneren Zensors, diesen Perfektionismus zu ignorieren? Durch regelmäßige Freewritings, eine Schreibmethode, können Sie lernen, Texte zu schreiben, die nicht auf Anhieb perfekt sind. Und Sie lernen dabei und merken, dass die Welt dadurch nicht untergeht. Im Gegenteil, Sie schaffen durch diese erste Version erst überhaupt einmal die Grundlage, dann noch eine gute zweite und eine noch bessere dritte Version zu produzieren. Wichtig ist einmal, dass Sie diesen ersten Schritt machen, den ersten Text schreiben und sich nicht einschränken lassen. Falls Sie in einer anderen Sprache als in Ihrer Erstsprache schreiben. Das Schreiben in einer Zweit- oder Fremdsprache ist herausfordernd.
Aber lassen Sie sich von vermeintlicher fehlender sprachlicher Kompetenz nicht verunsichern. In der Phase des Rohtextschreibens können Sie wirklich auf Ihr gesamtes sprachliches Repertoire zurückgreifen. Falls Ihnen ein Wort in einer Sprache gerade nicht einfällt, dann schreiben Sie es einfach in einer anderen Sprache auf. So bleiben Sie im Schreibfluss. In den weiterführenden Materialien finden Sie außerdem einige Schreibstrategien zum Schreiben in mehreren Sprachen.